Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge RTL Biathlon mit mir. Wir sind leider immer noch in Oberhof und da haben wir das letzte Mal unsere größte Klatsche, glaube ich, bisher bekommen. Wir sind nur Zwölfte geworden. Und demzufolge sieht es in der Meisterschaft auch gar nicht mehr so super aus. Wir müssen gucken, was wir schaffen. Also wir haben auf der ersten Runde irgendwie wieder 25 Sekunden verloren und auf den anderen dann nochmal 15. Also irgendwie ist die erste Runde so ein bisschen, ja, der Gradmesser irgendwie. Wir versuchen jetzt hier mal ein relativ gutes Resultat hinzubekommen. Ich bin nicht sehr zuversichtlich, aber egal, wir gehen jetzt rein. In den Massenstart. Ja, ansonsten heute, bei mir ist heute der 1.12. Wenn die Folge kommt, ist natürlich schon viel, viel später. Das heißt, ich habe mir heute mein erstes Räucherkerzchen angemacht. Und ich liebe diese Teile. Wir machen hier Schießtraining wieder. Ja, das ist wieder Munitionssache. Immerhin 80. War in Ordnung. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen die anderen Sachen mal hoch. Hier geben wir mal 40 Punkte drauf. Oder machen wir mal 35. Damit wir mal ein bisschen aufholen können. Boah, Massenstart. Ich hasse es. Natürlich haben wir einen perfekten Start und rennen wieder gegen irgendjemanden dagegen und die hauen jetzt sowieso gleich ab. Pass auf. So, ich bin hier schon total im Gelben. Es wird schon rot. Also ich fahre eigentlich deutlich überm Limit und die laufen links, rechts, links vorbei. Wir sind auf dem letzten Platz. Das ist genau diese Szene, die ich bei Vasi immer so lustig fand. Und jetzt ist man selbst in der Situation, dass man hier keine Chance hat. Das zur Hölle. So, die kloppen sich natürlich jetzt hier vorne ein bisschen, was uns natürlich wieder entgegenkommt. Wir holen jetzt wieder auch ein bisschen auf. Vielleicht sind sie ein bisschen müde. So, wir haben uns jetzt hier mal ein kleines bisschen nach vorne gearbeitet, weil wir den ersten Bergspezialisten schon benutzt haben. Ja, wir haben 5 Sekunden knapp Rückstand. Och, haut ab. Warum seid ihr so schnell? Ihr nervt mich. Ich will jetzt nicht schon den zweiten Bergspezialisten benutzen. Ich fand den am ersten Berg eigentlich ganz gut. So, wir bleiben jetzt genau in diesem Rhythmus. Da kommt der rote Balken jetzt nicht so sehr. Ja, dann überholt. Boah, das gibt's doch nicht. Sind die so viel besser? Haben die so viel bessere Werte? Ihr wolltet noch, dass ich kein Schießtraining mache. Ihr wusstet das, ihr Schweine. Wie könnt ihr denn alle schneller sein? Ey, das gibt's doch nicht. Also langsam komme ich so in diese Phase, wo mich das Spiel gerade ein bisschen nervt. Und das sollte nie im Spiel passieren, dass es mich nervt. Ja, natürlich, du kannst voll durch die Werbebande laufen und verlierst keine Zeit. Und wenn ich gegen unsichtbare Mauern verliere, dann wäre ich gleich auf minus 20 km/h und rückwärts abgefedert. Ja, läuft alle vorbei. Meine Güte. Mit dämlichen Tussen. Jetzt ist der Bergspezialist vollkommen für den Arsch gewesen.
Gott sei Dank. Die sind alle schon weg. Was gibt's denn? Wie schnell schießen die denn? Haben die Maschinengewehre oder sowas? Wir sind hier die Letzte, die vom... Das gibt's doch gar nicht. Übrigens, ein Nebeneffekt von Hormonen ist, dass man leichter anfängt zu heulen. Ich hoffe, das passiert. Okay, wir sind Fünfte aktuell, aber wir werden sowieso natürlich... Ja, komm, wir laufen vorbei. Lauft alle vorbei. Aber ihr wünscht euch ja erhöhtes Frustpotenzial. Das habe ich schon gelesen. So, hier nehme ich wieder den Bergi. Okay, wir sind ein bisschen nach vorne gekommen. Ein bisschen. Das werden wir natürlich bis später wieder verlieren. Oh, blöde Kuh. Okay, natürlich, jetzt kommen gleich alle wieder mit massig Windschatten aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob die Turbo-Ski haben oder irgendwie. Okay, wir laufen jetzt einfach unser Tempo. Es sind noch drei oder so hinter uns. Wenn wir fehlerfrei haben, haben wir vielleicht eine Chance, wirklich in, in den Top 5 zu bleiben. Hier, guckt euch das mal an. Jetzt zieht sie an. Wir haben keine Chance. Und jetzt kommen die wieder von hinten und nerven mich. Oh Gott, wir haben eine 91 in Geschwindigkeit nochmal. Also müssten die eigentlich alle hier um die 100 haben. Was sehr realistisch ist. Ja, genau. Wir kloppen uns einfach gegenseitig weg. Und man ist wieder auf dem 8. Platz. Yay. Ja, überholt mich. Und schon 11 Sekunden Rückstand. Auf dem kleinen Stück 11 Sekunden. Ja. Ich will die gerade erschießen, alle. Wieso könnt ihr hier so vorbeisprinten? Habt ihr alle Sprintfähigkeit oder was? Ja, wir kommen mit 5000 km/h vorbei. Das gibt's gar nicht. Alles, was wir rausgelaufen haben, ist alles wieder weg. Ja, und die ersten sind schon wieder fertig, ey. Das gibt's nicht. Ach, Kathi Wilhelm ist auch da. Wenn das mal jetzt kein Superschießen war. Wenn die jetzt noch schneller sind, ey, dann fresse ich echt einen Besen. Guckt euch das mal an. Wir gehen als Elfte auf die Strecke. Und wir haben sogar noch... Okay, wir gehen jetzt als Dritte zumindest auf die Strecke. Aber ja, natürlich Magdalena Neuner überholt uns. Sagen wir natürlich ganz realistisch. Es gibt's doch nicht. Wir sind fehlerfrei und kommen hier nicht mal in die Top 5 oder was? Okay, Gott, jetzt hätte ich fast auf den Bergspezialisten gedrückt. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Den will ich nämlich gerne da vorne einsetzen. Ja, genau. Kommt schon, halt. Naja, die Zielgerade ist eh wieder für den Arsch.
Da sprinten die eh wieder mit 500 km/h. Noch ein bisschen zu sprinten, aber die hängen uns schon wieder so im Nacken. Die werden uns gleich überholen. Ich guck schon auf die kleine Karte. 10 Sekunden hinter der Führung. Nein! Nein, 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 nein. Oh, ich glaube, wir sind Dritte. Oh, das wäre ein Oberhof, krass. War das Fotofinish? Ja, wir haben's. Oh Gott. 5 Hundertstel. Boah, war das knapp. Hinterseher hat gewonnen vor Rosolino. Okay. Bronzemedaille. In der Meisterschaft 15 Punkte wieder Vorsprung. Oh, das ist echt spannend. Und jetzt geht's nach Ruhpolding. Na, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie da die Gegner so eingestellt sind, so von der Geschwindigkeit. Ich bin echt gespannt. Wir machen Schießtraining. Oh nein, der Schießmarathon. Also wie gesagt, wir hatten gerade ja ein bisschen Glück, dass wir beim Schießen fehlerfrei waren, sonst wären wir nicht in Oberhof aufs Podium gelaufen. Aber da bin ich gerade echt ein bisschen stolz, das war gut. Das war echt gut. Vor der Strecke hatte ich echt am meisten Schiss, neben Östersund natürlich. Ja, bla. So, das Rote nehmen wir natürlich nicht mit. Boah, ich hasse diese Disziplin. Das ist nicht das letzte Mal so, dass wenn man die Blauen abgeschossen hat, dass dann direkt neues Bild kam. Also irgendwie. Na gut, ich denke mal, das war es jetzt. 3 Schüsse. Ach Gott, sind die 3 haben wir noch gekriegt. Mitleidspunkte so 86. Hier machen wir bloß mal 10. Hier machen wir mehr. Ja, bei den anderen machen wir jetzt 20, 20. Und hier 36. Okay. Ein bisschen was. Immerhin 80er Werte. So, Ruhpolding. So, gucken wir uns natürlich erstmal gleich die Strecke an. Wo wir hier... Machen wir es gleich hier, warum nicht? Hier können wir sogar ein bisschen drüber sein. Wow, das ist ja wieder steuerungsmäßig. Okay, also, die Strecke ist schon mal besser. Hier sind wir läuferisch auf jeden Fall wieder voll mit dabei. Fragt mich nicht, woran das liegt. Fragt mich echt nicht, woran das liegt. Dass man auf manchen Strecken bei der ersten Zwischenzeit 18 Sekunden Rückstand hat und dann wieder 2 Sekunden Vorsprung. Programmiert von Profis.
Okay, das sind die beiden Deutschen. Also scheint Wilhelm schon auf Neuner aufgelaufen zu haben. Ich glaube, hier auf dem Stück verlieren wir immer. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Das gefällt mir auch nicht irgendwie. Das geht nicht so richtig schön. Naja, es geht. Wir sind gut dabei. Mit einem guten Schießen können wir hier auf jeden Fall was erreichen. Ja, blöde Ecke. Oh. Ah, natürlich voll übertrieben. Gucken wir mal, ob wir jetzt die Quittung bekommen beim Schießen. Viel zu langsam geschossen, also irgendwie. So, wir nehmen hier wieder den Bergspezialisten, fand ich eigentlich ganz cool. Können wir sogar wieder, wie gesagt, ein bisschen rüber gehen, weil wir haben hier eine Abfahrt. Eine ziemlich bekloppte Abfahrt. Komm, komm rum. Komm rum, fein. Okay, sehr schön. Wir haben jetzt hier einen deutlichen Vorsprung. Sieht gut aus. Nicht ärgern lassen. Wenn sie überholen wollen, können sie überholen. Wir sind hier auf jeden Fall läuferisch konkurrenzfähiger. Nicht anstecken lassen. Können wir ein bisschen Gas geben. Na, dann lauf vorbei. Komm, ich will dich nicht rammen. Sonst verlieren wir beide Zeit. Wir werden jetzt natürlich Zeit verloren haben. Und hier war schon wieder die Kante. So, wir haben es 5 Sekunden verloren. Das ist heftig. Krass. Da ziehen wir nochmal an. Hier werden die anderen sehr langsam. Hier können wir ein bisschen Zeit rausholen. Und sind jetzt mit ihr wirklich fast zum Schießen gekommen. Stehend Anschlag. Das gibt's doch nicht. Scheißspiel. Mann. Müssen wir hier echt in diese bescheuerte Strafrunde, wo uns dann eh wieder 3 Leute überholen. Ja, genau. Ja, super, genau, macht's. Ich hasse euch. Ach, natürlich haben die auch bloß eine gehabt. Ja, super. Okay, wir haben Vorsprung, aber nicht so viel wie in der ersten Runde. Das wird knapp. Das wird echt knapp.
fahr, laufe. Los, komm. Ich blockier mich nicht. So, diesmal laufen wir nicht an die Kante. Hoffe ich. Ja, lief gut. Oh Gott, wir haben schon wieder so viel Zeit verloren. Komm schon, nein, hau ab, du. Oh Gott, mal gucken. Sie jubelt so, als hätte sie gewonnen. Ja, Gott sei Dank. Es waren dann echt zum Schluss noch die 6,4 Sekunden. Vor unserer ärgsten Konkurrentin Noriko Yamamoto. Okay, 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 Meisterschaft. Bleibt noch spannend. 19 Punkte nur Vorsprung. Also wir müssen uns hier wirklich strecken. Also es ist aktuell ein Dreikampf zwischen uns, Yamamoto und Holmes. Der Rest ist schon ein bisschen abgeschlagen. Also die unsere ärgste Konkurrentin vom Anfang, Maria Ortega, hat ordentlich Punkte gelassen. Hat schon 65 Punkte auf uns Rückstand. Also Podium könnte in der ersten Saison wirklich schon drin sein. Gut. Hauptmenü. Okay. Ich bedanke mich fürs jetzt habe ich noch einen Sprachfehler gerade. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch dann wieder in 2 Tagen dabei seid, wenn es dann weitergeht in RuPolding, denke ich. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss!